mitfeiern, hier draußen, auch an heiliger Stätte, hier draußen, in dieser, um es mal so zu sagen, Freiluftkirche, einen guten Abend. Gemeinsam stehen wir vor Gott, gemeinsam wollen wir beginnen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus Christus, aus dem Schoß der Jungfrau und Gottesmutter Maria geboren, die in den Himmel aufgefahren ist, er sei mit euch. Liebe Mitchristen, liebe Schwestern und Brüder, heute ist ein besonderer Tag. Heute feiert die Kirche das Hochfest Mariä Himmelfahrt. Maria ist die Heilige unserer Kirche, der am meisten Verehrung zuteil wird. Ohne Frage auch hier in unserer Kirchengemeinde St. Cosmas und Damian. Mit großer Freude haben wir in unserer Mitte ein besonderes Glaubenszeugnis. Diese alte Figur, die nachweislich fast 800 Jahre alt ist. Eine Darstellung, die zeigt, dass Menschen durch die Jahrhunderte ihren Glauben ausgedrückt haben. Dass wir Menschen durch die Jahrhunderte zu allen Zeiten eben auch der Zeichen bedürfen, die unseren Glauben erst möglich machen. Darum geht von ihr etwas aus, das zu allen Zeiten Menschen angezogen hat, Menschen bewegt hat, sich in allen Wechselfällen des Lebens, Höhen und Tiefen, mit Maria an Gott zu wenden, die Marienverehrung zu lieben, zu leben, zu feiern und zu pflegen. Jesus Christus, hier ist ein besonderer Ort. Seit 1200 Jahren wird an diesem Ort gesungen, gebetet, das heilige Mahl gegenwärtig gesetzt, Gottesdienst gefeiert. Diese kleine Kapelle, die in dieser Form vor 40 Jahren neu errichtet worden ist, diese kleine Kapelle ist für unzählige Menschen durch die Jahrhunderte immer wieder eine Anlaufstelle gewesen, um zu verweilen, um mit Maria zu dir zu sprechen. Diese alte Figur, die auch ein ganz tiefes, inniges Glaubenszeugnis ist, darf nun heute neu in unserer Mitte stehen. Und wir wollen sie auch ganz in unserer Mitte, in die Kirche wieder zurückholen, damit wir durch die Verehrung auch dieses Gnadenbildes noch inniger uns einreihen in die Tradition der Glaubenden durch die Jahrhunderte, damit wir uns noch inniger auch verbinden mit dir, Jesus Christus, und deinem Vater und unserer Kraftquelle, dem Heiligen Geist. Du Maria, segne mich, dein Kind, lass ich hier den Frieden, Gott den Himmel find. Segne all mein Denken, segne all mein Tun, lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhen. Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhen. Damit dies für uns erlebbar, greifbar und spürbar wird, wollen wir uns hier und jetzt auch
auf den Weg machen. Auf den Weg machen und uns einreihen in die Schar unserer Vorfahren, die immer wieder und ganz besonders auch am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel die Prozession gehalten haben um die Abtei. Wir wollen unsere alte Mutter Gottes Marienfigur jetzt mitnehmen auf diesen unseren Weg. Thank you.
darf ich Sie alle einladen, mit einzustimmen in das Lourdeslied, das wir ja auch etwa vor 4 Wochen mit einer großen Gruppe Jugendlicher unserer Gemeinde gesungen haben, als wir im Rahmen unserer Jugendfreizeit in Lourdes gewesen sind. Die Glocken verkünden mit fröhlichem Laut das Ave Maria so lieb und so traut. Die Glocken verkünden mit fröhlichem Laut das Ave Maria so lieb und so traut. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Erfülle mit Glauben das suchende Herz und stärke die Hoffnung, sie führt himmelwärts. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Die Kollekte in diesem Festgottesdienst soll bestimmt sein für die Rückführung unserer Mutter von Diesborn in unsere Abteikirche. Damit sie dort einen festen Platz finden kann, bedarf es einiger Maßnahmen, die natürlich auch Geld kosten. Dafür soll die heutige Kollekte bestimmt sein. Vater im Himmel, wenn wir jetzt an dieser so denkwürdigen Stätte das Heilige Mahl feiern, dann wollen wir uns ganz öffnen für dich. Damit uns dies noch besser gelingt, wollen wir hier und jetzt an dieser Stelle Asperges empfangen, die Besprengung mit Weihwasser, mit Taufwasser, auf dass alles abgewaschen werden möge, was uns hindert, zu dir, dreifaltiger Gott. Vater im Himmel, indem wir angerührt werden vom Weihwasser, vom heiligen Wasser, zeigst du uns greifbar und spürbar deine Nähe und Liebe. Gleichzeitig bitten wir dich, mach uns immer wieder zu Menschen, die sich neu der Taufgnade bewusst sind, die immer wieder neu all das abwaschen, was sie hindern könnte, in deiner Nähe zu leben. Wir wollen auch noch einmal uns unter den besonderen Segen und Schutz der Gottesmutter stellen und unsere Mutter von Diesborn segnen, diese Figur, die durch so viele Jahrhunderte verehrt worden ist und eine Brücke gewesen ist für Menschen zu dir hin, dreifaltiger Gott. Auch unsere Kapelle, die nun schon 40 Jahre wie selbstverständlich hier so steht und dazugehört in der Nachfolge eines früheren Gotteshauses hier an der Mauer. Auch hier bitten wir neu um deinen Segen. Am Ende dieses festlichen Gottesdienstes mein Dank an alle, die diesen Abend mit ermöglicht haben, in der Vorbereitung und Gestaltung, dem Kirchenvorstand, den Messdienern, einigen Jugendlichen auch, die vorhin hier in der Hitze mitgearbeitet haben, dem Liturgiekreis unserer Frauengemeinschaft und nicht zuletzt Ihnen allen, die Sie gekommen sind, denn ein Fest kann eben nur gefeiert werden, wenn auch Gäste kommen, wenn Menschen da sind, die mitfeiern. Ich möchte es aber nicht versäumen, mich heute Abend ausdrücklich auch bei einer Person herzlich zu bedanken. Frau Willebrand, Sie haben über Jahre immer wieder in Treue unser
Mutter Gottes Kapellchen hier gepflegt. Ich habe sie ja selber immer wieder hingehen sehen und weggehen sehen, die Blumen gießen, die Kerzen anzünden, neue Blumen hinstellen, dafür einfach zu sorgen, dass diese Kapelle an unserer Abtei, dass unsere Mutter Gottes in der Mauer wirklich ein würdiger Ort ist und dass eigentlich auch durch sie und durch ihre Mithilfe rund um die Uhr und ständig die Kerzen hier brennen und das Licht leuchtet. Dafür Ihnen auch ein ganz herzlicher Dank. Ich freue mich aber, dass das heute Abend hier und jetzt so möglich gewesen ist. Und ich hoffe auch, dass dies heute Abend ein Auftakt ist für weitere Feiern mit unserer Mutter von Diesborn. So wünsche ich uns allen, der Herr sei mit euch. Es segne und behüte uns alle, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Mutter von Diesborn, die hier vorne in unserer Mitte steht.